meine Lieben. Ich habe gedacht, ich nehme euch mit. Ich bin hier gerade dabei am Painten der Strassrose. Ich schiebe euch mal hier rüber. Da ist er, die gute, die schöne Türkise. Und ansonsten ist er wirklich grau in grau, mal hell, mal dunkel. Das seht ihr hier nur so hell und dunkel. Bin ich jetzt gerade am Painten und tatsächlich. Ihr werdet es kaum glauben, painte ich hier wirklich. Ich habe mir die Folie in sechs Teile gepaintet. Oh Leute. In sechs Teile geteilt und habe jetzt schon eine Hälfte, ein Stück davon fertig. Nämlich das hier. Habe da wirklich Farbe für Farbe gemacht. Und genauso mache ich das jetzt hier weiter. Und ich denke, dass ich doch mal euch jetzt immer mitnehme. Das fiel mir gerade so ein. Und deswegen setze ich alles schön auf Speed. Und wenn mir zwischendurch was einfällt oder ich hier vielleicht fertig bin und euch das Ganze dann zeige, dann blende ich das wieder mit ein. Da komme ich kurz wieder mit Stimme dazu. Ansonsten wäre da jetzt schön mit Musik auf den Ohren bestrahlt und im flinken Painten beim Schauen. Ich bin. Manchmal denke ich, oh, wenn das wirklich so schnell gehen würde, dann wären die Bilder alle schön gepainted. Aber nein, uns eilt nichts, uns ist nichts hektisch. Das Tolle ist, wenn man hier durch die Kamera schaut, ja, dann ist das alles heller. So, du guckst es recht dunkel. Aber die 5 und 6, ja, ich kann die gut unterscheiden. Genau, ich habe hier meine zwei Blätterchen. Die decke ich auch immer zu, weil das das Bild ist, was ich abends painte und ich mir da gerade das so zurechtgelegt habe. Aber ich werde gleich noch mal die paar hier unten machen und dann lege ich meinen Nadel an die Seite. Genauso werde ich das gleich tun. So, ihr Lieben, jetzt geht alles ins Speed. Thank you.
Thank you.
Zwischenmeldung. Wartet, ich zeige euch das mal. Also, wir haben gepaintet. 1, 2, 3, 4 Felder. Und sind jetzt bei den letzten zwei Feldern. Ja, Steine sind super. Ist ein bisschen anstrengend, weil irgendwie finde ich doch ein bisschen anstrengend, nur diese grauen Strasssteine. Wenn die Farbe sich nur ein bisschen abhebt. Aber das Türkis ist natürlich wunderhübsch. Wunderschön und richtig toll und ach, ich freue mich. Und tatsächlich habe ich mitgekriegt, dass das ein Schmetterling ist. Das ist nämlich auch einer hier. Warte. Tada! Hier. Ich habe erst gedacht, das sind Blätter. Naja, das sind Schmetterlinge. So, ich würde jetzt diese Seite painten. Dann diese Seite painten. Und dann würde ich mit euch den Abschluss machen und auch gleich das Review dranhängen. Da mache ich keins extra. So machen wir das. Oder? Ja. Also, wie gesagt, schönes Bild. Sieht doch klasse aus, muss ich sagen. Bin gespannt, wenn dann die Rose komplett fertig ist, wie es dann aussieht. Also bis dann. Tschüss. Thank you.
Straßhose. Ja, also ich bin fertig. Also ich bin noch da. Ich weiß aber gerade nicht so richtig, was ich sagen soll, weil irgendwie war es doch sehr anstrengend. Was heißt anstrengend eigentlich nicht, aber irgendwie hat das mit der Straßrose, dieses komplette Straßbild zu painten, ganz schön angestrengt, fand ich. Warum auch immer, weil als ich mein ganz großes Straßbild gemacht habe, war das nämlich nicht so. Irgendwie wahrscheinlich, weil die Farben so eintönig waren. Könnte das sein. Aber ich muss sagen, das sieht doch toll aus, diese Straßrose, oder? Also ich finde das echt toll. Und ich finde auch, dass die Farben hier gelungen sind. Das sind drei verschiedene Türkistöne und dann noch die 310er zwischendrin. Also ich finde, dass das doch recht gut gelungen ist. Ulkig sind natürlich, das letzte Mal schon gesagt habe, dass hier echt die im Cinnamon dran sind, ne, für die Straße. Also die 10 ist klar, die 310 ist da das Schwarz. Und dass das in groß ist, da haben die hinten nochmal so ein anderes Symbol mit dran. Weil die ja größer sind. Ne, da waren die 415 größer und die 414 in größer. Die beiden hat man ja auch in normal und dann sind die halt in Größe. Dann haben die hier noch so ein Zeichen dahinter. Das finde ich cool. Genau. Also wir haben hier am meisten eben die 415 und 414 in Strass gehabt. Das Grautöne sind das, ne? Dann hat man noch die 762, aber ganz wenig. Hier oben, das ist die 415, das helle. Da ist mehr hell und hier unten ist dann halt die 414 mehr. Immer zwischendrin nochmal die 310. Und dann habe ich ja festgestellt, dass das zwei Schmetterlinge sind. Aber das habe ich erst später gesehen, bin ich der Meinung. Ich kam mir dann irgendwie in den Sinn, was ist denn das eigentlich? Und dann habe ich die Schmetterlinge gesehen. Oh, coole Sache. Ja. Also wie gesagt, ich habe mir das in 6 Teile geteilt und habe das dann gepaintet. Und diesmal wirklich Fläche für Fläche, was ja gar nicht so meins ist. Aber bei den Farben, bei den wenigen Farben ging das mal. Und habe dann immer abends gepaintet, während das in der Fernseher lief. Da habe ich die Straßrose gemacht und euch mit aufs Bild gesetzt. Dann, nachdem wir unten, glaube ich, schon fertig, ne? Und dann fiel mir das erst ein. Naja. Ich hoffe euch heute mal. Ja, alles klar. Habt ihr verstanden, wa?
Ich hoffe, euch hat mal wieder die Art des Speedpaintings mal wieder gefallen. Hatte ich ewig nicht gemacht. Was kann ich da noch sagen? Ja, gesehen habt ihr ja, ich habe mit den Schiffchen gepaintet hier. Haben wir die 5 und die 6 hier drin gelassen. Also die 415 und 414 habe ich dann jeden Abend hier drin gelassen und habe einfach zugemacht. Habe mir das hier runtergeschoben noch ein bisschen, damit es nicht gleich rauskommt. Und dann habe es wieder aufgemacht und mir dann die anderen Farben hier reingelegt, wenn ich welche brauchte. Hatte mir eigentlich auch das Washi-Tape rausgesucht, aber schlussendlich habe ich es dann doch nicht benutzt, weil ich die Folie immer dann verkehrt herum, wo es schwerer abgeht, wieder draufgelegt habe. Und hier am Rand, der wirklich minimal ist, also lasst es 1 mm sein oder zwei höchstens. Ich glaube, hier sieht man es sogar. Zwei höchstens. Millimeter habe ich dann die Folie andersrum drauf gemacht, damit das noch geschützt ist. Das wird jetzt versiegelt. Dann kommt das eigentlich erstmal in die Mappe. Ich habe sie von. Wartet, muss gucken. FG Normal. Steine habe ich auch noch überall genug. Boah, das habe ich gedacht, ja. Hatte ja dreimal die 400. 15 hier drin und die hat die 310. Das Mensch, alle. Ja, dann habe ich gesehen, dass hier aber noch ein volles Paket ist. Da habe ich dann doch noch welche genommen. Dann hatte ich die 415. Das ist auch noch was da. Da hatte ich alles voll hier. Und hier sind jetzt noch die anderen Steinchen. Und dann war es das schon. Die anderen hier wisst ihr ja, das ist von meinen Valentins, von meinen verliebten Gnomen. So, und jetzt bin ich hier wieder fertig. Und muss downkitten. Naja. Mal gucken, ob ich das klein mache oder ob ich mehr. Aber die Strasssteine muss ich tatsächlich langsam mal wieder machen. Da habe ich lange genug gesammelt. Hier. Ja, den wollte ich. Hat super gepasst, ne? Genau. Lineal hatte ich teilweise auch hier dran, bis ich damit direkt habe. Ach, ist am Ende auch egal. Das kommt jetzt wieder in meine Federmappe rein. So. Und gepaintet habe ich wieder mit dem tollen Teil. Finde ich cool. Habt ihr bestimmt gesehen, ne? Mit dem habe ich gesetzt, mit dem habe ich immer mal geschoben. Und dann war es gut. So, ich glaube, jetzt habe ich aber erstmal Stress genug gemacht. Jetzt nicht. Das geht immer nur eine Seite. Jetzt ist es zu. Andersrum geht es immer nicht. So, ihr Lieben, wieder war eins geschafft. Genau. Und ist mal wieder was anderes gewesen, muss ich sagen. Aber immer nicht. Ich muss sagen, bei dem Pikachu war das anders. Weiß ich nicht warum, aber das hier war ein bisschen anstrengend, fand ich. Aber es sieht doch am Ende, finde ich, sieht das toll, ja bald schon elegant aus. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber irgendwie. Also ich finde es schön. Ich hänge sie mir doch irgendwo hin. Eigentlich gefällt sie mir. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich werde die versiegeln und den Rand noch dran lassen. Vielleicht lasse ich mir doch noch was anderes einfallen. Mal schauen. Na gut, ihr Lieben, das war es erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Pinnt ihr eigentlich ganz Strasssteine? Könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Was nehmt denn ihr für einen Stift dafür? Ich habe am Anfang ganz normal genommen mit Lachs und jetzt mittlerweile nehme ich aber halt so einen, wie ihr gesehen habt. Oder eine andere Variante von den Lachsstiften. Gibt es ja verschiedene. Genau. Ihr Lieben, macht erstmal Goodie. Bis bald. Bleibt gesund. Pönt schön fleißig weiter. Lasst euren Gedanken freien Lauf. Oder schaltet einfach mal ab. Passt auf euch auf. Tschüss.